Ja, herzlich willkommen zum neuen Video über Alltagsmystik. Ja, Williges Jäger, ein langjähriger Lehrer und Mentor von mir, der mich auf dem spirituellen Weg der Mystik begleitet hat, hat sehr, sehr häufig Joseph Beuys zitiert, mit dem Mysterium, das eben auf dem Hauptbahnhof stattfindet. Das geht zurück auf Williges seine eigene Erfahrung, ja, die er gemacht hat in der Kapelle und die hinterher als Jugendlicher, die hinterher auf dem Fußballplatz noch nachgewirkt hat, wo er dann gemerkt hat, dass dort etwas spielt, dass er gespielt wird oder dass es ihn spielen lässt. Und er hat in einer Weise Fußball gespielt, hat er gesagt, ja, wie nie zuvor. Und diese Erfahrung, das ist ja eine transzendentale oder transpersonale oder transzendente Erfahrung, die er da gemacht hat. Diese Erfahrung, die haben ja auch andere gemacht. Eigentlich macht die ja jeder Mensch, das hat ja Maslow auch beschrieben. Der eine ist sich da eben mehr oder weniger gewahr drüber als der andere. Der Zugang ist auf jeden Fall in jedem Menschen dafür angelegt und dieses ganz andere kann eben ständig in den Alltag hinein brechen, durchbrechen, in dieses alltägliche Bewusstsein hinein. Und das ist immer eine radikale und absolute Erfahrung. Ja, Jung hat auch dann dazu gesagt, dass man über diese Erfahrungen eben nicht diskutieren kann. Ja, also das macht auch überhaupt keinen Sinn, mit jemandem darüber zu diskutieren, der das alles rein kognitiv versteht oder deutet, anhand von irgendwelchen ja, exoterischen Strukturen und ja, religiösen Gebäuden, weil das ist ja eine esoterische, direkte Erfahrung und es ist eine Erfahrung, die nicht sich an ein Gebilde klammert, an ein Buch oder an ein Gebäude oder an einen Vermittler für diese Erfahrung, sondern es ist eben die direkte Erfahrung. Ja, und das ist ein Grund, warum die Mystiker immer verfolgt worden sind, in allen, vor allen Dingen in allen abrahamitischen Religionen, oder zumindest bedrängt worden sind, ja, weil sie eben gesagt haben, ja, wir haben die Erfahrung und wir können direkt nach oben gehen oder zum Transzendenten oder Sakralen. Wir brauchen nicht den Umweg über irgendwie einen gelehrten Vermittler. Und das steht ja in einem dieser Bücher auch so ähnlich drin oder in mehreren, die vielleicht auch gar nicht zugelassen wurden. Ja, so spalte ein Stück Holz oder ein Stein und ich bin da. Und diese Erfahrung kannst du überall machen. Wenn wir jetzt wieder an Beuys denken, ja, kannst du diese Erfahrung auch machen in der Sauna oder im Wellness-Tempel oder an der Kasse deines Bioladens oder Aldis oder sonst wo oder an der Ampel. Darin ist ja enthalten, dass im Grunde jede Erfahrung per se erstmal richtig ist. Und dass in jeder Erfahrung dieses eine enthalten ist, was uns quasi trägt durch das Leben. Und deswegen hat Williges immer auch gesagt, wer die Quelle kennt, trinkt nicht aus dem Krug. Der geht dann direkt zur Quelle. Und die Studien von Maslow und mit den Frauen, die häkeln und stricken oder auch mit Sportlern, die zeigen ja, oder auch ich habe ja über 60 Interviews gemacht mit spirituellen Lehrern, transpersonalen Therapeuten und Schamanen, die zeigen ja auch,
dass jeder im Grunde befähigt ist, durchzubrechen, reinzubrechen. Ich habe ja ein Video mit David Steindl-Rast gemacht, das ist ja hier auch im Kanal. Ist jeder Mensch ein Mystiker? Fragezeichen. Ja, und er sagt ja auch. Und ja, also in der Biografie von Willigis heißt es daher: Wer durchbricht, erkennt, dass alles nur ein großes Spiel ist. Alles ist leer. Alles unterliegt dem Gesetz der Vergänglichkeit. Es ist wie Traum, Phantom, Schaum und Schatten. Es ist wie Tau, es ist wie Blitz. Man sollte alles so betrachten. Diese Leerheit, die alles zum großen Gelächter werden lässt, zum Tanz dessen, was wir Gott oder wie auch immer nennen. Man muss der Wahrheit gleichen, wenn man das verstehen will. Und im Sinne Eckharts: Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen. Unmittelbar. Dass wir so leben mögen, dass wir es ewig erfahren. Dazu helfe uns dieses eine Große. Ja, und vielleicht kannst du dir auch vorstellen oder dich daran erinnern, dass du einmal irgendwann so eine Erfahrung gemacht hast und kannst dich da mal rückbesinnen. Und an diese Erfahrungsqualität, diese transzendentale Erfahrungsqualität. Und wir sind im Grunde nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, laut Williges, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und diese spirituelle Qualität, so hat er immer betont, ist vor allen Dingen auch eine weibliche Qualität, also eine feminine Qualität, die er vor allen Dingen auch in der Weiblichkeit verkörpert sah, in der Maria. Gut, also in diesem Sinne hoffe ich, dir einen kleinen Impuls gegeben zu haben zur Heiligkeit im Allem und im Alltag. Und das kannst du vielleicht jetzt auch einmal in einem Baum entdecken, in einer Pflanze, in einem Tier, in einem Kind, in einem Gewässer. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und alles Gute. Jörg Fuhrmann, ciao.